Wenn die Ukraine selber sagt, wir wollen das anders machen, dann können sie das tun. Aber das können wir hier nicht in diesem Raum im warmen Studio miteinander verhandeln. Ja. Und noch eins. Aber trotzdem, die Frage, die sich ja jetzt stellt, ist die, und das ist ja deutlich geworden, nicht nur jetzt, sondern auch früher, dass die Frage, ob das militärisch zu erreichen ist, diese Ziele, oder ob man die Ziele ändert, die stellt sich ja jetzt. Also wir können ja so diskutieren wie in den letzten 2 Jahren, aber jetzt stellt sie sich noch mal deutlicher. Also, und deswegen stelle ich sie Ihnen auch. Ja, Frau Maischberger, In der Headline für die Sendung steht ja auch der Ukraine-Krieg. Mhm. Und bei aller Wertschätzung, aber das ist der russische Krieg gegen die Ukraine. Ja, das und ist die Ukraine Kruxauer. Verteidigt ihr Territorium. Darum geht es. Okay. Die Ukraine greift auch nicht Russland an und versucht, russisches Territorium zu erobern, sondern es geht darum, ich verstehe. Dass... Aber die Frage ist, wie erreicht man denn das und sind die Ziele realistisch, die sie hat? Doch. Also die Ziele sind realistisch, wenn die Ukraine genügend ausgerüstet ist. Und das haben wir gesehen, das wissen wir. Wir können das sehr, sehr gut sehen. Vorhin haben viele gesagt, es ist ja wirklich ehrenwert, dass die Ukraine es immer noch schafft, das zu halten. Ich kenne viele, die vor 2 Jahren gesagt haben, oder vor etwas mehr als 2 Jahren gesagt haben, das dauert ein paar Wochen und dann ist das sowieso alles vorbei. Die Ukraine hat es geschafft. Sie hat es geschafft, weil die allermeisten Menschen in diesem Land sagen, das ist unsere Existenz. Ich will vielleicht ein Beispiel nennen. Ja. Ich habe eine Frau gefragt, was wäre eigentlich... Ich würde gerne beide zu kürzeren Antworten, einfach deshalb, weil wir im Dialog... Aber auch ganz kurz, was wäre eigentlich das Schlimmste für dich in der Nähe von Kiew? Und diese Frau, weil es waren lauter Bombenangriffe, so wie heute auch wieder den ganzen Tag, und es waren Bombenangriffe in der Nacht. Und ich dachte, sie sagt, ich habe Angst, dass mein Haus getroffen wird. Was sie gesagt hat, ist... Das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist, dass Putin über uns herrscht. Weil dann ist unser Leben, ist unsere Freiheit zu Ende. Und ja, genau darum geht es ja auch nicht hinauslaufen, dass Putin die Ukraine regiert. Das ist doch völlig klar. Aber wir müssen doch irgendwann mal eine Situation erreichen, wo die Waffen schweigen.